Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FTL Faster Than Light. Ja, beim letzten Mal gab es ziemlich viele Rückschläge für unsere Crew. Wir haben ziemlich Hüllendamage genommen und leider hat sich Attila in einem Anflug von Wahnsinn, unser Chef vom Maschinenraum, leider gegen unsere Crew gewandt und wir hatten keine andere Wahl, als ihn umzulegen. Es war ein harter Schritt, musste aber leider getan werden. Naja, jetzt hat der gute Mallet, die Schnecke, hat hier jetzt den Platz eingenommen an den Waffen. Bitter, aber rest in peace, Attila. Der gute Attila. Ja. Macht man nix. Gut. Weiter würde ich sagen, denn wir haben noch einiges an Weg vor uns. Hier ist noch eine Quest, die auf uns wartet. Hier ein Notruf. Und wir müssen ja noch die Pläne oder diese Information zur Föderationsflotte bringen. Also würde ich sagen, fliegen wir direkt zum Notruf. Wusch! Tada! Oh, was haben wir hier? Hier erwartet uns ein Slug Interceptor. Okay. So, wir kommen hier an und treffen halt dieses Schiff. Die an. Kommen, also antworten uns. Ja, Funk. Und sagen: Danke, dass ihr auf unseren Notruf reagiert habt. Unser Navigationssystem ist ausgefallen und wir kommen hier irgendwie nicht weg. Könnt ihr uns helfen? Und natürlich können wir denen helfen und die dahin bringen, wo sie hinwollen. Also eine Geleitquest. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen Money gekriegt. Die Quest sagt, wir müssen hier hin. Das passt wunderbar. Vorher fliege ich vielleicht noch da, um dann hier die Kurve zu nehmen. Möglichst viel mitnehmen. Ein Asteroidenfeld, das ist natürlich wunderbar. Aber wir haben dicke Schilde, das sollte nicht das Problem sein. Und wir treffen hier wieder auf einen Automated Scout von den Rebellen, der ein Schild, ein Tarnfeld hat. Das ist natürlich ungünstig, weil das sehen wir nicht. Aber auch das sollte nicht das Problem sein. Ich schalte erstmal das Autofire ein, bevor ich es vergesse. Und hau jetzt dem erstmal alles, was wir haben, vor den Bug. Oh, der Hullbeam kann auch erstmal durch. So, dann ziehen wir hier mal quer durch. So ein Hullbeam. Und da ist das Gegnerschiff auch schon kaputt. Das ging super schnell. Wir kriegen 52 Scrap. Das ist ordentlich. Sehr schön. Bin ja fast gewillt. Na gut, wir können ja leider nicht unser Schiff nicht upgraden, weil wir noch mitten im Asteroidenfeld sind. Hier ist es viel zu gefährlich. Klar, unsere Schilde halten das aus, aber wir bringen jetzt erstmal das Geleitschiff, was wir noch dabei haben, zu seinem Bestimmungsort. Und gucken dann weiter, was wir machen. So, wir kommen an und gibt's nochmal 60 Scrap auf den Cup. Juhu! Ja, danke für die Hilfe, sagen sie. Und wir haben 166 Scrap. Gucken wir mal, was wir bei unserem Schiff alles machen können. Wir können den Antrieb verbessern. Wir können die Waffen verbessern. Haben wir denn Equipment? Nur ein Ionenblast dabei. Das lohnt gar nicht, die Waffen zu verbessern, weil wir können gar nicht mehr rausholen momentan. Ich würde sagen, wir verbessern den Antrieb auf jeden Fall. Und zwei und noch einmal das. So, dann haben wir hier nämlich vollen Antrieb. Haben wir jetzt mittlerweile schon fast 50% Ausweichchance. Ja, der gute Don R. Balken wird das Schiff schon schaukeln. Und da ist ein Store, verflixt. Sehe ich den erst jetzt? Kommen wir von da nach da? Wir versuchen es. 5 Fuel ist bitter. Oh. Okay, wir sind halt in diesem Sektor hier gelandet. Nebel, logischerweise. Aber hier ist das Problem, unsere Energie hat ziemlich auf den Keks gekriegt. So. Und hier kommt ein Automated Rebel Scout, welches versucht uns zu töten. Wir können jetzt fliehen oder kämpfen. Wir haben das Problem, wir haben echt wenig Energie überall. Wir könnten ein bisschen auf die Schilde geben. Oder ich probiere einfach mal die blaue Option, denn wir haben unsere super aufgewerteten Maschinen und können versuchen abzuhauen. Na, probieren wir es mal. Ja, wir haben das Schiff im Sturm verloren und springen direkt weiter, weil. Ne, hier.
Sonst haben wir nämlich ein echtes Problem. Schild auf jeden Fall an, die müssen schon mal bereit sein, wenn wir irgendwo ankommen. Ja, wir können direkt zum Store. Egal, springen wir zum Store, wir müssen reparieren und Treibstoff vielleicht. Ja, mal gucken. Jetzt bereue ich fast, dass wir unsere die Upgrades gemacht haben. Ja, hier hätten wir gut ausgeben können. Nein. Auf jeden Fall Treibstoff und reparieren, was geht. Was anderes können wir jetzt nicht machen. Achso, den können wir auch noch verkaufen. Ja, den verkaufe ich, weil den brauchen wir nicht mehr. Können wir hier noch ein bisschen was einholen und haben noch ein bisschen Geld übrig. Naja, wenigstens unser Schiff jetzt wieder voll repariert. Oh, Schiff. Nee, nicht Schiff. Quatsch. Ich wollte ja die Energie wieder überall drauflegen. So, dann passt das wieder. Wunderbar. Ja, das war wohl nichts. Naja, hoffentlich gibt es bei der Quest vielleicht noch was. Notfalls können wir ja, wenn wir wirklich viel Scrap kriegen, nochmal zurückspringen. So. Und wir kommen hier an. Und hier erwartet uns natürlich schon wieder ein automatisiertes Schiff der Rebellenflotte. Mit Drohnen und allem, was Spaß macht. Das Gute ist, unsere Schilder sind gut dabei. Ihre Schilder auch. Egal, alles auf die Schilde. Ah, das hat nicht ganz gereicht. Die Schilde sind sehr stark von denen. Aber unsere sind noch stärker, daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Ja, achso, schießt gar nicht. So, jetzt. Haben wir quer durch. Jetzt war alles von denen außer Gefecht. Sehr schön, so läuft das. Unsere Schilder halten gut aus. Oh, die Rakete hätte ich mal sparen können. Ne? Egal, wunderbar. Kaputt, wir kriegen 3 Fuel, da freue ich mich sehr. Da haben wir nämlich wenig von. Noch ein bisschen Scrap. Und Föderationsaußenposten gibt uns... Ja, wir haben halt diesen Föderationsaußenposten gerettet. Kriegen 24 Scrap und noch ein bisschen Waffe. Oh. Noch ein Hullbeam. Ja, aber 2 von der Sorte ist ein bisschen viel. Also, da habe ich lieber die Raketen dabei, die durchdringen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, es ist halt immer so ein Spiel. Wie macht man es? Wie geht's? Auf zum nächsten Punkt. Und dann geht's schon in den nächsten Sektor. Puh. So, wir kommen hier an und hier können wir verkaufen. Raketen für... Ja, die Raketen werden wir noch brauchen. Ein bisschen Geld können wir auch gut gebrauchen, ne? Ich verkaufe mal 10 Stück. Obwohl, 5 Stück. Das Geld können wir echt gut gebrauchen. Ich spare da nämlich... Antrieb. So. Naja, werden wir sehen. Gibt so viele, wir haben wirklich viele Raketen im Petto. Wenn es jetzt Drohnen gewesen, hätte ich alle weggeschmissen. Huch! Wo kommt der denn her? Shelton. Okay, neuer Crewmember. Wann ist er uns gejoint? Habe ich wieder effektiv nicht aufgepasst, ne? ja, wunderbar. Aber wieder ein bisschen Kampfcrew. Das ist übrigens ein Rock, sieht man auch an seiner Statur, der ist etwas größer gebaut, etwas langsamer, aber hat auch wesentlich mehr Leben. Also ich denke, diese zwei als Kampfcrew sind echt gut. Ja, der Mallet kann dann an Waffen bleiben, der macht er sich eigentlich auch ganz gut. Was heißt ganz gut? Ist ein besserer Kämpfer als das, aber jetzt hier gucken. Ja, Bracken, natürlich an den Schilden schon. Jetzt avisiert. Cutter, Maschinenraum. Das läuft. Ja, dann würde ich sagen, nächster Sektor erwartet uns. Und das ist auch schon der vorletzte Sektor. Danach kommt der letzte Sektor. Und was uns da erwartet, wird sehr spannend, denke ich mal. Ja, wir haben die Wahl zwischen den Engi und... Ich glaube, ich gehe mal in den Engi-Sektor. Da waren wir noch nicht. Weil so ein Nebel, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust drauf.
Also auf zu den Engi, so Cyborg-Lebewesen. Keine Ahnung. So, wir sind hier und gucken mal an, was es hier gibt. Viel gibt's hier. Und ich würde sagen, was uns in den Engi-Territorium erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge von FTL, Faster Than Light. Haut's rein und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich. Ciao, ciao.